Wenn man an Fußballer denkt, denkt man an sportliche Körper, was natürlich an dem Sport und an der Ernährung liegt. Einige Spieler haben aber Angewohnheiten, die nicht so gut für den Körper sind. Neymar zum Beispiel geht gerne zu McDonald's und verschlingt da mal den ein oder anderen Burger. Andere Spieler rauchen Zigaretten, was nicht ganz so gut ist. Doch bei gewissen Spielern bleibt es nicht nur bei den Zigaretten, bei denen kommt das Grüne noch dazu. Im heutigen Video möchte ich euch Spieler zeigen, die Weed rauchen. Dementsprechend lasst uns direkt losstarten. Als allererstes ist es wichtig zu verstehen, warum im Fußball Kiffen so eine große Sache ist und warum es überhaupt verboten ist. Denn es ist die Welt-Anti-Doping-Agentur, die bestimmt, welche Substanzen im Sport verboten sind. Im Fußball wird es durch drei Kriterien beurteilt: Leistungssteigerung, Gesundheitsrisiko und ob es gegen den Geist des Sportes verstößt. Man geht nach diesen drei Dingen. Wenn man Weed raucht, ist es so, dass man langsamer wird. Also ist es sogar ein Nachteil. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum Weed verboten ist. Nun, laut einer Studie aus dem Jahr 2011 reduziert Cannabis die Angst und den Stress vor und nach dem Spiel. Es macht es also für einen Spieler einfacher, Leistung unter Druck zu zeigen. Um einen Grund dagegen zu nennen, es ist in vielen Ländern allgemein verboten, Cannabis zu konsumieren, was es sehr unpraktisch macht, denn wenn die anderen es könnten und andere dann wiederum nicht, wäre das wieder unfair. Dementsprechend gibt dieses ganze Prinzip vom Cannabisrauchen im Sport und vor allem im Fußball keinen Sinn. Aber nun gut, schauen wir uns mal die Spieler an. Beginnen wir mit einem der größten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten, Mesut Özil. Özil in seiner Prime gehört zu den besten Spielern aller Zeiten. Er war zu der Zeit nicht zu stoppen. Aber während eines Urlaubes auf Ibiza vor ein paar Jahren wurde er dabei erwischt, wie er an einem Joint zieht. Die Medien waren natürlich absolut verrückt. Es stand überall in den Zeitungen. Man erwartete sofort eine Erklärung von Özil. Özil hatte eine Erklärung, aber man konnte spüren, dass er sie sofort abgeben musste. Er hatte keine Zeit, um es schön zu formulieren. Özil, seine Begründung war, er habe eine Wette verloren. Es war nur eine einmalige Sache. Ich versichere Ihnen, ich rauche nicht. Die Frage, die ich mir hier stelle, wie oft verliert eigentlich er Wetten? Am Ende des Tages hat es nicht wirklich Folgen für ihn. Er hat eine Top-Karriere hingelegt. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, der nicht nur Cannabis geraucht hat, sondern eine ganze Farm davon hatte. Gino Coutinho war ein niederländischer Torhüter, der für einige große Mannschaften in der niederländischen Liga spielte. Er kämpfte damit, in die erste Mannschaft eines Vereines zu kommen, bis er 2010 zu ADO Den Haag wechselte, aber es stellte sich heraus, was sich zu diesem Zeitpunkt hinter den Kulissen abspielte. Gino war sehr oft high. Er war so verliebt in Cannabis, dass er eine Plantage gebaut hatte mit verschiedenen Marihuana-Sorten. Nicht eine, nicht zwei, sondern 14.200 verschiedene Sorten von Cannabis. Er machte damit sogar Geschäfte, bis die Strafverfolgungsbehörde seinen Aktivitäten auf die Spur kam und ihn zu 12 Monate Gefängnis verurteilte. Seine Karriere ging nach diesem Vorfall schnell bergab. Die Geschichte von Ibrahim Tanko ist auch sehr interessant. Tanko war ein vielversprechender 17-jähriger Stürmer. Er hat sein Debüt für Borussia Dortmund gemacht. Doch auf Ibrahims schnellen Aufstieg folgte ein schneller Abstieg, als er positiv getestet wurde auf Weed. Er wechselte danach nach Freiburg. Als er jedoch eine Strafe von 4 Monaten und eine Geldstrafe von über 7.000 Dollar bekam, hat das seine Karriere sehr geschadet. Ibrahim Tanko verschwand einfach so aus dem Rampenlicht. Er schoss nur noch mickrige 5 Tore in 106 Spielen. Mit 30 Jahren beendete seine Karriere. Schade, was aus ihm geworden ist, aber wenigstens hatte Ibrahim nur eine große Kontroverse in seiner Karriere. An sich hat es zwar nichts mehr geliefert, aber Probleme hat er keine mehr. Wilder Medina seine Geschichte, denn hier kommt man von der Dunkelheit zum Licht. Um es mild auszudrücken, Wilders Kindheit war verdammt wild. Er wuchs im Umfeld von Gangs, Gewalt und Drogen auf. Und selbst nachdem er es im Profifußball schaffte, hatte er sein frühes Leben nie ganz hinter sich lassen können. Und das hat sich sehr lange gezogen. Er war erst 18 Jahre, als er seinen ersten Drogentest beim kolumbianischen Zweitligisten Agias Dordas hatte. Nach dem Vorfall hatte Wilder für eine Zeit lang keine drogenbedingten Probleme mehr. 12 Jahre später fiel er aber bei einem weiteren Drogentest durch, woraufhin er eine 3-monatige Sperre bekam. Nach der Sperre kam er zurück, doch leider nicht lange. Wilder wurde wieder positiv getestet und wurde für ein ganzes Jahr gesperrt und er musste eine Geldstrafe von 1.700 Dollar bezahlen an die kolumbianische Liga. Er kam nach dem Jahr wieder, aber auch dieses Mal kann ich nicht sagen, dass es besser wurde. Er hat einen weiteren Test nicht bestanden, aber dieses Mal war es nicht nur Marihuana, sondern auch Kokain. Er wurde von seinem Club danach entlassen. Seine Liebe zu den Drogen hat ihn an den Rand des Abgrundes gebracht. Er brauchte einen Retter, und zwar sofort. Da kam ein Mann namens Cesar ins Spiel. Er war der Präsident eines Fußballclubs. Er nahm Wilder auf und gab ihm Hilfe, die er unbedingt brauchte. 2013 war Wilder zurück im Spiel. Er zeigte endlich sein wahres Potenzial, indem er in der Season 13-14 30 Tore schoss. Das ist wirklich ein Topwert. Seit
seitdem wurde er nie wieder positiv auf Drogen getestet. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, wo Wilder hätte stehen können, wenn er nie Drogenprobleme gehabt hätte. Was wäre mit ihm passiert? Wäre er nach Europa gekommen und hätte da alles rasiert? Das Potenzial scheint er gehabt zu haben. Der letzte Spieler in dieser Liste ist eine brasilianische Legende, Adriano. Adriano war ein unfassbarer Spieler, aber leider endete alles nicht so gut. Ihm wurde vorgeworfen, dass er Marihuana konsumiert. Adriano hatte gerade Mailand verlassen, um für die brasilianische Nationalmannschaft zu spielen, kehrte aber nach der Pause nicht mehr zu Inter zurück. Jeder fragte sich, wo zur Hölle ist der Typ? Und so kam es zu dieser Geschichte. Adriano wurde auf einer Party in Brasilien gesehen. Aber es war nicht irgendeine Party, sondern eine Party eines lokalen Drogenhändlers in Adrianos Heimatstadt. Es gab auch von Leuten Behauptungen, die ihn mit 2 Pistolen in seinem Gürtel gesehen haben. Er soll auch Marihuana zu der Zeit geraucht haben und zusätzlich dabei getrunken haben. Er soll sich dabei beschwert haben, all das Geld und der Ruhm sei nichts wert. Später berichtet die Polizei, dass die Behauptungen völliger Blödsinn waren. Also ist es schwer zu sagen, ob er jemals Gras geraucht hat oder nicht. Aber es ist eine sehr verdächtige Geschichte, weil es von mehreren Personen kam. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Geschichte glaubt oder nicht. Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht? Habt ihr zu dieser Geschichte vielleicht noch Insiderwissen oder wisst mehr dazu? Dann schreibt das alles gerne in die Kommentare. Das waren die Spieler, die mit Weed in Kontakt kamen. Wollt ihr, dass ich das auch mal mit Zigaretten mache? Welcher Fußballprofi da geraucht hat? Denn es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, viel mehr als Leute, die gekifft haben. Wenn ihr wollt, dass ich so ein Video mache, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Falls euch das Video auch nur zu einem einzigen Prozent gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Ansonsten war es an dieser Stelle von mir. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, bleibt stabil.